Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute soll es um Bücher gehen, die in der Hauptrolle von einem Tier übernommen wird. Meistens Katze, Hund, einmal Igel. Ja, ich habe in den letzten Monaten, vielleicht sogar schon auch Jahre, immer wieder Bücher gelesen, wo eben das Tier eines Menschen den Menschen verändert. Beziehungsweise wir eben auch Geschichten aus der Sicht von Tieren erleben, die uns ein bisschen bereichern können. Und ich dachte mir, was passt besser so ein bisschen in diese vorweihnachtliche Zeit? Ende November, ja, vielleicht zum Nikolaus, einfach eine Geschichte für Menschen, die eben wirklich auch, im Grunde Tiere lieben, Katzen lieben, Hunde lieben. Ich habe eine Igelgeschichte dabei, die ganz aktuell von mir gelesen wurde. Und ich habe 4 realistische Geschichten, die also auf wahren Begebenheiten beruhen, und 2 fiktive Geschichten. Das werde ich auch dazu immer sagen. Und ich denke, lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen einfach mal mit dem ersten Buch an. Und ja, das Cover ist daran schuld, dass ich an diesem Buch nicht vorbeigehen konnte. Und zwar Homer und ich von Gwen Cooper. Und zwar, wie mir ein blindes Kätzchen die Freude am Leben zurückgab. Und das ist ein bisschen die Lebensgeschichte von Homer, der nicht etwa Homer heißt, wie von den Simpsons, sondern eben Homer nach der Ilias, also der Schriftsteller der Ilias, der Troja geschrieben hat. Und die ihren Kater danach benannt hat. Er selbst war eben wirklich ein kleiner Kerl, er war blind und sie selbst hat, glaube ich, schon 2 oder 3 Katzen gehabt, Gwen. Und wurde dann angerufen von dem Tierarzt oder der Tierpflegerin, ob sie nicht übers Wochenende irgendwie noch ein blindes Kätzchen aufnehmen könnte. Es kam gerade rein, man wisse nicht so recht, woher diese Blindheit käme und ob er also das überlebt. Und Gwen verliert ihr Herz an den kleinen Homer. Und er ist tatsächlich blind, er findet sich aber relativ gut zurecht. Das ist ja oftmals bei Tieren so, dass die sich auch im blinden Zustand im Grunde viel, viel besser zurechtfinden, als wir Menschen das tun oder täten. Und Gwen ist so ein bisschen in der Lebensphase, wo sie auch noch nicht so richtig weiß, ist das jetzt gewesen, was kommt als nächstes. Sie ist, glaube ich, zu Beginn der Geschichte auch Single. Und verliert ihr Herz eben so ein bisschen an die Katzen. Und sie hat ganz unterschiedliche Katzen, so ein bisschen eine arrogante Diva, so einen Spielsüchtigen und dann eben auch Homer, der ihr eben durch die Blindheit zeigt, dass das Leben nicht gesehen werden muss oder auch das Glück nicht gesehen werden muss, damit es trotzdem vorhanden ist. Und wie viel ihr dieser Kater zurückgibt. Und es gibt sehr emotionale Wendungen in dieser Geschichte. Und es gibt gerade gegen Ende etwas, wo ich echt gedacht habe, da hat mir mein Tier Herz total geschmerzt, wo ich dachte, ich hätte genauso reagiert, wie Gwen es getan hat. Und sie zeigt eben nicht nur ihre Liebe zu Katzen, das wäre auch ein bisschen langweilig, sondern wir erfahren eben auch ein bisschen was zu ihr, wie sich ihr Leben auch verändert hat, durch dem, dass sie eben manche Dinge anders gesehen hat, weil eben Homer und ihre anderen Katzen eben da waren und ihr ja irgendwie auch Mut gegeben haben zur Veränderung. Eine tolle Geschichte, die mich damals sehr beeindruckt hat, die habe ich dann innerhalb kürzester Zeit tatsächlich nochmal gelesen. Ich glaube, innerhalb von 2 Jahren habe ich die Geschichte dann nochmal gelesen, weil ich einfach wissen wollte, ob mich mein Erinnerungsgefühl trügt und täuscht, ob ich dann zu viel in diese Geschichte hineininterpretiert habe, und das war aber nicht der Fall. Und ich bin heute noch total verliebt in Homer, und es sind, glaube ich, auch echte Bilder von ihm drin, oder habe ich die im Internet? Ach, die habe ich mir, glaube ich, im Internet angeguckt. Hier sind, glaube ich, keine echten Bilder drin. Die habe ich mir dann im Internet angeguckt, weil sie eben mit ihrer Geschichte auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit gegangen ist, was eben auch so ein bisschen Sinn, der Geschichte dann natürlich sein sollte. Also ein tolles Buch für alle Katzenliebhaber, Tierliebhaber, die eben auch was fürs Herz wollen, die sind hier absolut richtig. Weiter geht es mit einem Hund und einer fiktiven Geschichte. Und zwar mein Highlight aus dem letzten Jahr, Herzensräuber von Beate Rügert. Eine Geschichte, wie man schon eben sieht, es geht um einen Hund. Und zwar geht es um einen Streuner, der gefunden wird von einem Buchhändler, der ein Antiquariat besitzt, das leider gar nicht so gut läuft. Und unser heißgeliebter Hund hier in diesem Büchlein, Zola,
hat eine besondere Gabe. Sie kann immer das passende Buch zum jeweiligen Kunden, zum jeweiligen Menschen herausfinden. Und das kann natürlich nur eine fiktive Geschichte sein, aber es ist hier eben auch so ein bisschen eine Lebensgeschichte von Tobias enthalten, wie man eben so versuchen muss, mit seinem Leben zurechtzukommen, das Scheitern seines Antiquariates, wie eben dann ihm der Hund Mut gegeben hat, etwas ganz anderes gefühlt zu tun und wie er sich einfach so, ja, in seinem Leben zurechtfindet. Und dass diese Wirkung haben Tiere eben einfach sehr, sehr häufig. Und ja, wenn man Tiere hat, dann erlebt man das auch, dass man eben in ganz schwarzen Momenten dann im Grunde einen Schnurren hört und merkt, naja, die Welt kann doch noch nicht so schlimm sein, wie man denkt. Ist zumindest in meinem Fall immer mal wieder so. Und bei Herzensräuber ist eben das Besondere, dass wir eben auch die Kunden des Buchhandels kennenlernen. Wer kommt da? Wer denkt eigentlich, was er sucht? Und wer findet dank Zola etwas ganz, ganz anderes? Und warum? Und wenn dann eben auch die Kunden wiederkommen und das erzählen. Und ja, jetzt kann man sagen, kann eine fiktive Geschichte so gut sein wie eine, ja, tatsächlich passierte? Ja, in diesem Fall definitiv, wie ich finde. Und ich fand die letztes Jahr einfach großartig. Ist, wie ihr seht, auch als echtes Buch hier geblieben, was eben einfach genau diesen Grund hat, weil ich sie einfach so großartig fand, weil ich sie absolut geliebt habe, diese Geschichte, und sie mir einfach unglaublich gut gefallen hat. Ich habe sie jetzt auch schon 4 oder 5 Mal verschenkt und bisher von allen, die sie dann auch gelesen haben, ist sie wirklich genauso ein Herzensbuch geworden wie von mir selbst. Kann ich absolut nur empfehlen. Es sind wirklich ganz, ganz wunderbare Geschichte, ganz, ganz wunderbare Menschen, Charaktere darin und eben Zola, die auch mein Herz wirklich beeindruckt hat. Dann wieder zu einer Katzengeschichte, die auf wahren Begebenheiten passiert, und zwar Bob, der Streuner, nicht der Baumeister, nein, der Streuner von James Bowen. Eine Geschichte, die, glaube ich, letztes Jahr im Januar auch in die Kinos gekommen ist. Diese beruht eben auch auf wahren Geschichten, nämlich auf die Geschichte von James Bowen, der ziemlich unten ist im Leben, irgendwie durch eine Sozialeinrichtung eine Wohnung hat, Straßenmusiker ist und so ein bisschen vom Hand in den Mund lebt und auch mit Drogen Probleme hat und sonstiges. Und eines Tages läuft ihm ein verletzter Kater über den Weg und er kratzt sein ganzes Geld zusammen und geht da in die Station, in die Tierarztstation für Arme und lässt ja im Grunde Bob pflegen und auch verarzten und nimmt ihn mit. Und da Bob jetzt, ich glaube, 2 Wochen Hausarrest hat, muss er sich irgendwie um dieses Tierlein kümmern. Und ja, so lernt er ein bisschen einfach das normale Leben wieder kennen, einen normalen Tagesablauf, dass er Verantwortung übernehmen muss für ein Lebewesen, was natürlich überhaupt nicht so einfach ist in seiner Lebenssituation, aber er einfach merkt, er ist für dieses kleine Kerlchen verantwortlich und er muss sich um den Kater kümmern. Zudem ist Bob absoluter Liebling aller Menschen, denen er im Grunde begegnet, denn Bob geht mit James Bowen eben auch auf die Straße und macht dort Musik. Und er fährt auch mit ihm Bus, er fährt mit ihm Fahrrad, sie laufen durch London, wenn ich mich nicht irre. Und das ist einfach eine großartige Geschichte, dass Bob so überhaupt keine Ängste hat vor Menschen, so zutraulich ist. Und ich glaube, auch der echte Bob hat tatsächlich im Kinofilm mitgespielt. Und mir hat diese Geschichte einfach ja sehr, sehr gut gefallen. Sie war toll von James Bowen auch erzählt. Sie war ein bisschen schnell, wie ich fand. Man merkt halt, dass James Bowen eben auch einfach kein Schriftsteller ist und er einfach seine Geschichte so erzählen wollte, wie sie passiert ist, was ich wiederum eben auch gut fand. Und es ist natürlich immer schwierig, über wahre Geschichten zu urteilen. Weil wer gibt mir das Recht, über eine passierte Lebensgeschichte irgendwas zu sagen? Das möchte ich in diesem Fall auch gar nicht tun. Aber es ist eben einfach eine wunderbare Geschichte, die mir auch sehr, sehr zu Herzen gegangen ist. Und es gibt einige Teile von Bob der Streuner. Ich glaube auch eine Weihnachtsedition, die ich aber noch nicht gelesen habe. Mir hat der erste Teil sehr gut gefallen. Ich fand auch die Verfilmung wirklich sehr, sehr gut gelungen. Mir hat das echt Spaß gemacht. Und ja, man merkt einfach, wie wenn man eben ein Tier hat, was man dafür auch tun muss, was man erbringen muss und was man eben auch zurückbekommt. Das ist dieses Klassische, wenn junge Eltern sagen, oh, ich kann nicht mehr schlafen, das Kind schreit, aber wenn es dann mal lächelt. Ja, ich glaube, so geht es uns Tierbesitzern auch, wenn die Katze dann eben mal schnurrt oder der Hund irgendwie mal Platz macht und einen friedlich anguckt, dann weiß man, für was man das alles tut. Und das spürt man hier bei James Bowen wirklich großartig. Nach Hund und Katz und Katze folgt nun ein Igel, und zwar eine Handvoll Glück von Massimo Facchetta und Antonella Tomaselli. Auch eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht und die ich ganz aktuell auch erst kürzlich gelesen habe. Ja, man kann schon erkennen, wer hier der Hauptakteur ist, und zwar ist das Nina,
ein Igelbaby. Denn Massimo ist eigentlich ein Tierarzt in Italien, der aber auch nicht so ganz glücklich mit seiner Situation ist und sich innerhalb seines Berufes fragt, ja, ist es das gewesen, dass ich jetzt Katzen und Hunde sterilisiere, mal Flöhe entferne und solche Dinge tue, oder gibt es da draußen noch etwas, was eine Aufgabe für mich ist, was ich tun könnte. Und eines Freitags geht er in so eine Gemeinschaftspraxis, die auch so eine Notfallpraxis ist, und da wird ihm ein Igel in die Hand gedrückt, um den er sich zu kümmern hat, den er alle Stunde irgendwie Milch geben muss. Und Massimo merkt, oh, irgendwie, ach ja, das reicht mir nicht so richtig, ihm nur Milch zu geben, ich will mehr wissen. Und er freundet sich mit einer Igel-Spezialistin an, die ihm wirklich Tipps gibt, wie er kleine Igel im Grunde ja aufputschen kann, wie er ihnen helfen kann, wie er ja ihnen im Grunde auch das Leben retten kann. Und das entwickelt sich so ein bisschen zu einem Herzensprojekt für Massimo, der merkt, Mensch, Tiere und Natur, Tiere und gerade Igel haben es auf der Welt manchmal nicht wirklich einfach. Und so ja geht sein Weg ein bisschen von der Igelliebe oder von der Tierliebe zur Igelliebe, und trotzdem kümmert er sich weiterhin um seine Hunde, so ist es nicht. Aber man merkt einfach, was das mit diesen Menschen macht. Und auch ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass Igel mein Herz so erwärmen könnten. Ich selbst habe im Garten auch so ein paar Igel immer mal durchhuschen sehen. Und die bekommen auch Laub von mir hingelegt und allerhand. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich schon mal einen gefunden hätte und ihn großgezogen hätte. Das nicht. Oder das will man ja gefühlt auch nicht. Man ist ja froh, wenn die Igel einfach so durch das Leben kommen. Aber man sieht sie natürlich immer mal leider überfahren auf Straßen, wo ich denke, Mensch, Menschen... Ach ja, ich weiß, es gibt Leute, die bremsen auch nicht für Tiere, das, ja, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, dieses Buch strotzt aber vor Liebe zu Tieren und eben besonders von Igeln. Und man merkt, wie sehr er sich dann damit beschäftigt hat. Für was sind Igel gut? Was machen die? Wie wildere ich diese aus? Was kann ich ihnen Gutes tun, wenn ich sie denn wirklich aufpäppeln möchte? Und so weiter und so fort. Und man erfährt das einfach wirklich so aus erster Hand, von einem Igel-Laien, wie er da einfach so ein Experte wird und eben auch wirklich Tipps in der Geschichte mitgibt, wenn man selbst eben mal einen Igel findet, was man tun sollte. Und das macht er auf ganz sympathische Weise, und ich fand die Geschichte einfach toll. Sie hat mich sehr berührt, sie hat mich auch wirklich an einem Tag gut unterhalten, und man nimmt wirklich ganz viel Wissen über Igel mit. Also ich weiß jetzt auf jeden Fall mehr über Igel als vorher, und ich finde auch, kann man diesen kleinen Igellein irgendwie, also nein, kann man definitiv nicht. Also großartige Geschichte und hat eben auch mein Tierherz höher schlagen lassen. Dann kommen wir jetzt noch zu einer Katzengeschichte, die eben auch erfunden ist. Und zwar Die Katze des Dalai Lama von David Michie. Ist eine Trilogie, und ich habe diese Reihe absolut gefeiert. Ich habe sie aktuell leider wirklich nur alle als E-Book hier. Das wäre wirklich meine Reihe, wo ich mir zumindest einen Teil auch ins Regal stellen möchte, weil sie mich unglaublich begeistert und berührt hat. Ja, es geht hier tatsächlich um die Katze des Dalai Lama. Und deswegen fiktiv, weil, soweit ich weiß, hat der Dalai Lama keine Katzen. Und diese Katze kommt eben, ja, wird gefunden vom Dalai Lama. Der steigt nochmal aus einem Taxi aus und nimmt diese Katze mit an seinen Hof, und dort wird sie eben zur Streunerin und darf eben auch mit dem Dalai Lama in seinem Büro sitzen, an seinem Fenster sitzen. Gleichzeitig macht sie aber so ein bisschen das Kloster unsicher und auch die Umgebung, und wird da von allerhand Menschen im Grunde auch geliebt, und sie trifft eben auch auf große Berühmtheiten, die eben eine Audienz beim Dalai Lama bekommen, und diese Geschichte erzählt uns die Katze aus ihrer Sicht. Ja, das muss man mögen, das ist gar keine Frage. Ich glaube, dass sich viele Menschen ein bisschen schwer tun, sich in ein Tier hinein zu versetzen. Hier ist das aber eigentlich sehr locker passiert, weil man ganz selten wirklich das Gefühl hat, man ist eine Katze. Also, ihr versteht, wie ich das meine. Und das Besondere an dieser Geschichte ist eben, dass wir durch die Katze ja so eben den Buddhismus näher gebracht bekommen, auch die Gedanken daraus. Wir erfahren so ein paar philosophische Ansätze aus dieser Religion, aus dieser Philosophie, die ich ja einfach eher als Philosophie sehe als Religion. Und wir sehen, was es eben auch mit der ungläubigen Katze tut. Und nein, sie wird nicht bekehrt, denn Buddhisten bekehren in der Regel niemanden, weil sie sich eben, glaube ich, selbst eben auch einfach nicht als Religion so ernst nehmen, um sie anderen aufs Auge zu drücken, wie es andere Religionen tun. Aber man merkt, dass die Katze eben manchmal über Dinge nachdenkt und man eben auch als Leser dadurch nachdenkt. Und mir hat diese Reihe einfach unglaublich gut gefallen. Nicht nur, weil ich eben sowieso von meiner Glaubensmentalitätsrichtung in eher diese buddhistische Philosophie passe und mir diese viel, viel besser passt als alle anderen Religionen, insofern man das so formulieren kann,
was ich ja gerade getan habe. Aber auch dieses Rüberbringen dieser Philosophie, das ist in dem Buch unglaublich toll gemacht worden und auf so ganz leichte, sanfte Weise und immer auch mal mit so einem Augenzwinker. Und man merkt eben auch, wie viel Humor der Dalai Lama hat. Das merkt man ja schon immer mal, wenn man sich mit dieser Person beschäftigt und Interviews anguckt oder auch mal Bücher über ihn liest. Und man merkt, dass er immer, ja, noch so der 12-jährige Junge ist, den man aus der Biografie von Heinrich Harrer zum Beispiel kennt. Und man merkt einfach, dass er sich selbst einfach nicht so wichtig nimmt und dass das gut für diese Welt ist, dass er das eben nicht tut. Und das gefällt mir einfach persönlich unglaublich gut und hat mich sehr, sehr berührt und sehr gut gefallen. Und ja, ich kann diese Reihe wirklich absolut empfehlen. Natürlich sollte man mit dem ersten Buch einfach anfangen. Das macht meistens Sinn, weil die Geschichten definitiv aufeinander aufbauen. Und spätestens, wenn die Katze mal wieder auf dem Stuhl des Dalai Lama sitzt, muss man einfach schmunzeln. Und wenn der Dalai Lama sich dann den Stuhl holt und sagt, ja, meine Geliebte, du bist die Einzige, die höher sitzen darf sozusagen als ich. Wunderschön und einfach ganz, ganz toll und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Und das letzte Buch ist ein Highlight aus diesem Jahr und ist wieder eine echte Geschichte mit einem Hund, und zwar mit Gobi durch die Wüste, Dion Leonard. Und dieses Buch hatte ich, glaube ich, in der Lovely Books Leserunde gewonnen und auch gemeinschaftlich gelesen, und es hat mein Herz im Nu erobert. Denn wir treffen auf Dion Leonard. Das ist ein Extremläufer, der Marathons läuft, der lange Strecken läuft, der durch Wüsten läuft, und der läuft eben durch die Wüste Gobi. Und eines Tages läuft ihm eine Hündin hinterher und sie hält sein Tempo wunderbar mit ein. Sie frisst mit bei ihm am Lagerfeuer und sie legt sich sogar in sein Zelt, denn es scheint so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick zu sein, zumindest für den Hund. Denn Dion Leonard wehrt sich anfangs nur so ein bisschen dagegen, er will eigentlich kein Tier und braucht er nicht und hat er nicht und was soll das überhaupt? Und ja, aber die kleine Gobi schafft es, den großen Mann in der großen Gobi, ja, doch das Herz ein bisschen weicher zu machen. Und spätestens beim Zielanlauf, wenn man merkt, dass sie eigentlich außer Kräften ist und er sie mitnimmt, weiß man, das ist eine Liebe für immer. Doch dann geht eigentlich das große Abenteuer erst los, denn wie bekommt man einen Hund aus dem einen Land in das andere Land? Und ja, da begleiten wir Dion Leonard nicht nur durch die Wüste, nicht nur durch seine Laufgeschichte, sondern auch fast durch die Odyssee, was es dann eben mit dem Hund auf sich hat. Es gab eine große Geschichte wohl in Großbritannien, als Dion Leonard wirklich aktiv dabei war, Gobi im Grunde aus ihrem Land zu retten. Und es gab wohl auch eine Facebook-Seite dazu und sonstigem. Das habe ich alles nicht live mitbekommen. Ich glaube, es sind wieder keine Fotos drin. Nein, die sind wieder im Internet dann zu finden. Aber man sieht hier Dion Leonard mit der Gobi und man hat auch hinten noch ein Bild drauf. Und man konnte das also ein bisschen nachverfolgen. Es gibt auch einen Blog, in den ich dann mich eingelesen habe. Und wirklich eine großartige Geschichte, die hier eben so im Kleinen in einem Büchlein zusammengefasst ist. Und dass es eben nicht nur die Liebe zu einem Tier hier der Fall ist, sondern man hat eben auch die Liebe, ja, zum Laufen. Und nein, ich bin überhaupt kein Läufer und nein, ich kann gar nicht verstehen, was Leute finden, eine halbe Stunde umherzulaufen. Ich finde das äußerst langweilig. Spazieren durch Umgebungen, das mag gerade noch so an der Grenze für mich sein. Aber das gibt mir leider gar nichts. Ich habe es mit Joggen probiert und Walking und nein. Aber wenn man dieses Buch liest, weiß man eben, wenn jemand für etwas brennt, dann kann er das rüberbringen. Dann hat er eine Leidenschaft, dann mag er das erzählen. Und das fand ich eben bei Dion Leonard wirklich großartig. Das hat er klasse gemacht. Und dann hat er uns eben nicht nur die Liebe zum Laufen näher gebracht oder eben auch die Liebe zu seinem Leben und zu seiner Frau, sondern eben auch zu dieser kleinen Hündin. Und das ist so wunderbar, wie man in seinen eigenen Worten hört, ja, wie ihn das verändert hat und ja, dass er das eben einfach selbst gar nicht gedacht hat und dass er es auch gar nicht wollte. Und was will er mit einem Hund? Aber wie es Leben manchmal eben so spielt, da weiß das Leben eben manchmal doch, was am besten für einen Menschen ist. Und es ist fast ein bisschen wie bei Harry Potter und einem Zauberstab, dass sich das Tier den Menschen aussucht. Mensch, was, vielleicht war das der Grund, weswegen J.K. Rowling das draus gemacht hat. Aber ja, ein absolutes Highlight in diesem Jahr. Ich schwärme jedem davon vor. Habe ich mittlerweile auch schon 2 oder 3 Mal verschenkt. Und auch von denen, die es gelesen haben, die fanden es großartig. Und das finde ich einfach schön, wenn man so Herzensbücher weitergeben kann. Und es müssen keine Bestseller sein. Es müssen nicht die größten Erfolge sein, sondern sie müssen einen selbst berührt haben. Dann kann man das auch rüberbringen im Geschenk. Und dann hoffentlich berührt es auch das Herz des Beschenken. Also ein Highlight in diesem Jahr. Und deswegen darf es hier eben einfach nicht fehlen. Und das waren sie jetzt auch.
auch schon meine 6 Buchtipps mit Tieren als Hauptcharakter, sowohl wahr wie eben fiktiv. Und ich hoffe, sie haben euch ein bisschen gefallen. Ihr habt vielleicht die ein oder andere Inspiration mitgenommen zum Selberlesen oder zum Verschenken. Wenn ihr selbst Tipps habt zu Büchern, wo ja Tiere eine große Rolle spielen, dann packt mir die gerne mal in die Kommentare. Da würde ich mich mega freuen. Und alle anderen, die natürlich in den Kommentaren lesen, haben so auch noch den ein oder anderen Tipp. Die Bücher findet ihr alle unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, da findet ihr auch Informationen dazu. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Ich hoffe, das Thema war jetzt nicht zu speziell. Das könnt ihr mir auch mal gerne schreiben, ob ihr euch das vielleicht in anderer Art und Weise mit anderen Grundthemen irgendwie nochmal wünscht. Vielleicht so kurz vor Weihnachten. Vielleicht finden wir noch ein Thema, was wir so ein bisschen, wo man 5, 6 Bücher vorstellen kann. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.